So, hallo liebe Nord24-Freunde, wir sind heute wieder Moin. da, Philipp und ich. Wir sind heute mal digital zugeschaltet, deswegen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle dann nicht so ganz synchron, wie das sonst der Fall ist, wenn wir spielen. Weil wir haben uns ja sonst oft auf dem heimischen Sofa getroffen. Heute machen wir es digital, wie es in dieser Zeit immer angesagt ist. Aber wir wollen es natürlich nicht entgehen lassen, Werder Bremen auch in dieser Pokalrunde zu begleiten und das Spiel gegen Greuther Fürth schon einmal vorzuspielen. Und da sind wir auch schon hier im Startbildschirm sozusagen mit vollem Ich Stadion. So wird es begrüße leider Sie nicht zu sein am diesem Wochenende. Spiel, liebe Fußballfans. Aber Willkommen genau, hier die im spielen aber in Fußballstadion. Bremen. Also Mein Name Bremen ist Horst hat Schulz Heimvorteil, und in werde Sie Anführungsstrichen, so mit wenn man meinen ihn noch Buchstaben reinrechnen durch kann, die auch ohne Spiele Fans. begleiten. Wir zeigen Ihnen heute Spiel Nummer Genau, am 1 Dienstag aus um dieser 20:45 Online-Saison. steigt die Werder Partie. Bremen Leider nicht gegen im Greuther Free-TV. Fürth. Da laufen So, nämlich erstes Dortmund, Aufeinandertreffen Paderborn, der beiden. Eine Stuttgart-Gladbach ganz und spannende Wolfsburg Geschichte. gegen Schalke. Wir erwarten uns eine Menge Und von wir diesem gehen schon Duell. los, Ist das ne? Ihr Ich habe gar erstes nicht Spiel? aufgepasst. Nein, das Tut mir nach einer leid. gewissen Zeit hat er einfach angestoßen. Sie Ich hätte sonst stehen auf Pause auf drücken dem müssen. Rasen unserer Erwartungen. Okay, alles gut. Nee, nee, alles gut. Genau, wieder erwarten Spiel. Ich Ludwig Fürth Augustinsson. in Grün, also wieder Markus erwarten in Friedl. Grün. Leider hat Fürth nur die Möglichkeit, Kevin Möwald. in den grünen Trikots hier zu spielen Egestein. oder in Grün-Weiß. Das wäre beides sehr ähnlich gewesen. Deswegen, Da haben Sie jetzt den Ball. ja, also die voreingestellten Trikots, die man hier bei FIFA wählen kann, sahen sich Seguin. doch alle sehr, sehr ähnlich. Und das war Paradies. jetzt die beste Lösung, die wir nehmen konnten. Klasse Oh, Zuspiel. und da habe ich aber in Jetzt dem vielleicht. Moment nicht Er kommt aufgepasst. an den Ball. Es gab schon die erste Perfekt. Chance für Greuther Oh, Fürth. Also, wenn es so treffer gemacht. losgeht, Da hat er gar nichts dann aufhalten würde es die lassen. Werder-Fans nicht Das freuen. macht ihn als Keeper so stark, dass er Genau, sein da war Letztes Green ist. sträflich Beginn der frei. Der hat ja zweiten schon Halbzeit. gegen den VfL Osnabrück leider geputzt, das 1:0 gemacht. Davies Nicht an diesem Selke. Wochenende, das jetzt war, sondern an Egestein. dem Wochenende davor. Ja, also da. Ist auch ein nicht schlechter Jetzt könnte Spieler. es gefährlich werden. Oh, jetzt die Die Chance. Möglichkeit und da ist das Tor. Ja, da ist das Tor. Der Ball ist Sargent mal ist da früh geworfen. Wir kaltschnäuziger haben den als ersten Green. Treffer dieser Partie. So kann man das sagen, ja. Ja, 1:0, frühe Führung. Ich sehe jetzt gar nicht, ich muss ja mal kurz bei meinem Fernseher eine Umstellung machen. Ich sehe nämlich sonst gar nicht Wir schauen noch die mal kurz aktuelle auf die Wiederholung. Spielzeit. Zunächst der Ich habe gefährliche da nämlich das Lautlos-Symbol Steilpass. Da hat er gedrückt. die Situation So. blitzschnell Ja, okay. erkannt und Ja, gleich also mal achte die Minute war ganze es. Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war Genau, gedankenschnell. also Da ja, konnten achte sie ihm nicht Minute. mehr folgen. Ziemlich schnell, also das ist ja, war jetzt ein Hin und Her. Also erst hatte Green die Chance, eigentlich auch gar nicht so schlecht. Seguin. Aber da war ich zu unkonzentriert. Green. Aber dann Oh. hat man ja gesehen, Sargent Hinten locker steht die reingeschoben dann, Kompakt. also locker Da nicht, kommen aber sie halt jetzt am vielleicht Torwart durch. vorbei. Dabei ist im Moment, glaube ich, also die Partie am Dienstag wird echt offen sein. Also Werder spielt ja jetzt nicht in Anführungsstrichen die beste Da, jetzt müssen wir Saison aufpassen. und Fürth gehört in der zweiten Liga derzeit zu den Top 4, 5 Mannschaften. Ne? Okay, Also ich glaube, Selassie tanzt da an der Seitenlinie, aber er kann klären. ja, die Flanke war da nichts. Ja, genau, also Greuther Fürth sehr stark Da in die dieser Saison und Kreatur da. deswegen nicht zu unterschätzen und der Druck liegt ja auch bei Werder. Also als Zweitligist Das macht auswärts er hat man nichts auch. zu verlieren. Von daher Und da müssen ist natürlich jetzt der die Ballverlust. Werderaner da Ja. schon mit voller Genau, Kraft also rangehen. da haben ja in der letzten Runde auch Davy gegen den Selke. Zweitligisten spielen müssen, gegen Hannover 96, da eigentlich gut Davy 3:0 Selke. gewonnen. Selke. Und die Gelegenheit. Ach, Lang den gerade. wollte er Toller letztlich Durchbruch reinschieben, mit aber einem das ist natürlich nach Wahnsinnsreflex. hinten losgegangen. Ja, leicht aus dem Tritt gebracht Ecke da vom kommt. Verteidiger. Oh, Oh, dafür geht der fast Ball geht die neben das nachfolgende Tor. Ecke Da rein. fehlt nicht viel. Ja, Ein gefährlich aufs super Tor. Kopfball macht So, nicht alles ganz aufs richtig. Tor, Und ich aber in die glaube, Nähe des alle hatten Tores. hier schon den Torschrei auf den Lippen. Havard Nielsen. Ja, also Philipp hat ja eben schon mal das vorletzte Wochenende Gradiviert erwähnt. wurde. Das liegt daran, wir zeichnen freitags auf, muss man dazu sagen. Macht er gut. Also auch für den Fall, dass am Wochenende jetzt irgendwas passieren sollte, Er passt dass auf. sich irgendwer verletzt oder so. Die Aufstellung ist die, die FIFA jetzt voreingestellt hatte und die richtet sich eben nach dem Spiel am Wochenende davor. Das heißt, Werder geht hier mit einem 5-3-2 an den Start. Das habe ich auch nicht verändert. Ich habe es einfach so übernommen, wie mir das vorgeschlagen worden ist. Davy Mit Selke Selke. zum Beispiel hier in der Startaufstellung. Da kann er sich den Ball Aber da kann sich holen. dann nicht durchsetzen. Genau, ich hatte auch nichts geändert. Ich hab nur Rogota reingenommen, weil es einfach Egestein. ein stärkerer Stürmer Davy war als Selke. der dort Davy platziert worden Selke. war vom Spiel. Aber sonst habe ich auch nichts geändert. Kann er was draus machen?
Ja, also falls jetzt irgendwie noch große Überraschungen passieren, ich glaube, Werder muss ja, musste, je nachdem, am Wochenende gegen wieder. Schalke, da, Chance, da könnten ja noch Überraschungen passieren. Gut. Also die sind nicht mit in dieser Ausstrahlung. Ich bin da vielleicht nicht neutral, aber man könnte fast sagen, dass das Spiel am Wochenende leichter ist, als hier gegen Reuter führt. Ja, das glaube ich auch, aber ja, weiß man ja nicht, ob wer da. Also, 100%iger Sieg ist es ja auch nicht, ne? Ja, ganz energisch. Ball weg, Gefahr erstmal rein. Tja, wir sehen es an den Ballbesitzzahlen. Die Gastgeber machen im Moment, was sie wollen. Die haben alles im Griff. Und bei den guten Chancen, die sie rausholen, kann ich mir gut vorstellen. Genau, also es ist auch, könnte auch sein, dass das Spiel am Dienstag in die Verlängerung oder sogar ins Elfmeterschießen geht. Da ist nämlich Fürth schon erfahren drin. Die haben, glaube ich, in der ersten Runde erst in der Verlängerung gewonnen. Jetzt hatten sie hier eine gute Chance. Oh, und dann geht er noch vorbei. Genau, die haben, glaube ich, in der ersten Runde, das ist auch kurios, gegen den RSV Main-Erzhagen, glaube ich, ein 1:6 nach Verlängerung. Das heißt, es muss ja irgendwie 1:1 oder sowas gestanden haben. Oder 0:0. Ja, und dann haben sie da noch irgendwie 7 oder halt 5 Tore gefallen in der Verlängerung. Ja. Und zuletzt gab es dann gegen die Hoffenheimer ein 7:6 im Elfmeterschießen für Fürth. Also die sind schon Verlängerung und Elfmeterschießen gewöhnt, was im Pokal angeht. Gucken, ob das dann am Dienstag genauso aussieht. Marco oder hier Friedl sogar auf dem virtuellen Rasen. Ja, erst vor meiner Zeit übrigens der Jugendclub von Nuri Sahin. Ah, okay. Das wusste ich nicht. so weit geht mein Wissen dann auch nicht. Aber das liegt, glaube ich, bei dir eher daran, durch... ja, durch meine BVB-Affinität. Klar. Ja. Ja. Ist das da auch in der Nähe oder was? Weil Main-Erzhagen klingt auch so ein bisschen wie... Ja. Klingt auch so ein bisschen wie wo ganz im Süden, aber stimmt mit Erz und Hagen. Ja, das ist Sauerland ist das. Ja, und das war ein schöner Volley. Also Josh Sargent schon das zweite Tor. Und das war gar nicht so, also ich habe das gar nicht so extrem vorhergesehen. Nee, da, echt, da hat alles gepasst in dem Moment. Seguin. Also da rechnet man ja nicht mit, dass es so einfach der Volley. Nee. Darum war ich auch ein bisschen überrascht gerade, als da plötzlich der Ball einfach ins Tor geht. Balleroberung, ja, hey, da sieht man die Übersicht dieses Spiels. Das lassen noch ein starkes Spiel. Jetzt Eggestein. Oh, gut dran vorbei, aber... Ja, da ist keine Anspielstation leider frei. Da muss er nochmal ein paar Haken schlagen. Selke. Oh, Selke. Und Selke hat die Möglichkeit, ah, aber... Sehr gut von Burkhardt. Ecke kommt ins Zentrum. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng, sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Die Nachspielzeit wird da angezeigt, eine Minute gibt es noch oben drauf. Jetzt wird es gefährlich. Das war nicht richtig, da muss ich mich korrigieren. Ja, Halbzeit. Erste Hälfte, ja, mit 2:0 genau, also Halbzeitstand 2:0, das ist natürlich ein halbwegs sicheres Polster, was man... Ja. Das wird definitiv jeden Werderaner freuen. Also ich brauche keine Wechsel. Da sieht man aber nochmal kurz die Aufstellung, die wir hier gewählt haben für Werder. Also ja, hinten auf jeden Fall sicher stehen und vorne klappt es ja auch ganz gut bisher. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte. Wie viel hast du hinten? Ich könnte das jetzt nicht sehen. Hast du Fünferkette oder was? Ja, 5-3-2 ist es. Ah, okay. Darum komme ich da nicht durch. Ah, das wollte ich gar nicht. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Ja, du hast es da aber auch dann hinten zu leicht bei mir, jetzt, ne? Jetzt gefährlich. Also. Maximilian Eggestein. Oh, und jetzt. Ah, da war der Torwart, aufgepasst vom Torwart, sehr gut. Leider im Weg, ja. Ah, schade. Selke grätscht dann mit viel Einsatz. Ja. Harvard Nielsen. Ey, einfach voll in den Mann rein. Friedl. Sargent. Ah. Oh, und Bohm setzt sich jetzt doch noch durch. Der Ex-Spieler des KFC Uerdingen. Jetzt der Schuss.
Oh, komm, jetzt komm doch mal an den Ball da. Sie sind heute einfach sehr offensiv. Ja, das Bohm sich entwickelt, ist natürlich auch eine der positiven Überraschungen der vergangenen Wochen. Also wie gesagt, er war in Uerdingen letzte Saison. Ausgeliehen. Okay, Eckball. Bei mir kommt jetzt die Katze zu Besuch, das wird sich jetzt ein bisschen stören beim Spielen. Okay. Ecke in die Mitte. Ist das gleich mein Sie können nicht klären, eine Kamera hier umfällt? Nee, Sie haben die Szene überstanden. War aber auch viel Glück mit Ach ja. Der Linie geklärt. Es hat nicht ja, ich krieg keinen vernünftigen Angriff hier gespielt. Weg ist der Ball. Echt gut verteidigt. Ja, und da kommt ein eklatanter Fehler von Seguin. Der war natürlich gut, genau richtig geprallt. Und jetzt Eggestein mit der Möglichkeit. Den muss er eigentlich machen, ja. Oh, souverän, souveränes Tor, ey. Die machen wir mal einen Wechsel. Ja, da ist irgendwie dieses mit dem Prallen, das war ein bisschen seltsam. Da springt der Ball irgendwie dem eigenen Mann an die Brust und dann direkt zum Gegner. Aber 3-0 für Bremen, also das ist schon souverän, würde ich mal sagen. Man muss ja sagen, dieses Jahr, die Bayern sind schon raus. Also Dortmund auch nicht souverän. Also Dortmund ist jetzt auch nicht in der Form, wo man sagt, die sind jetzt der Top-Favorit. Ist vielleicht was drin dieses Jahr, ne? Also klar, ist da mal viel Zufall und auch ein bisschen... Ja, also das ist ja im Pokal, dann reicht ein Spiel, mal Glück haben oder der Gegner hat einen schlechten Tag. Der Ballverlust durch Eggestein. Dann steht man plötzlich im Finale und wenn halt solche Mannschaften wie Bayern fehlen... guter Pass jetzt. Klar, also ich will jetzt nicht sagen, dass Leipzig, Dortmund und so und Leverkusen nicht irgendwie Favoriten auf den Titel dann sind, aber... wenn man, die sind halt, diese Saison ist da wirklich echt alles schlagbar, also was man ja auch in der Liga sieht. Und die über starken Bayern, wo man immer dachte, die sind halt schon raus. Ne? Ich weiß gar nicht, gegen wen Kiel spielen muss jetzt, also die Bayern-Bezwinger in dieser Runde. Bin mir auch gar nicht sicher. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Aber ich glaube auch Paderborn wird kein Selbstgänger für Dortmund jetzt. Marco Friedl. Nee, in der aktuellen Form, also gerade bei Dortmund muss man sagen, umso schlechter der Gegner nicht bewertet und im Vorfeld, desto gefährlicher ist das. ja, da spielt man das Spiel eher gegen so Mannschaften wie Leipzig und so. Gewinnen sie oder spielen stark und gegen, was war das, Mainz? Ja, das ist dann echt schade. Oh. Ha! Nochmal die Ecke verhindert. Ich dachte ja wenigstens, ich kriege irgendwie die Chance auf den... Ja, schade. Den wollte Bohmstrick direkt weiterleiten. Aber das sieht sehr souverän aus. Also 3-0, 73. Minute. Ich glaube, wir können jetzt fast schon von der nächsten Runde sprechen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Komm! Ah, das... Ja, dann muss ich schon so einen Anschlusstreffer machen, um überhaupt noch... Eggestein. Zu diesem Zeitpunkt eine Chance zu haben. Aber oh, jetzt mal Selke und Sargent auf weiter Flur frei. So, oh, ja, gut aufgepasst. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Könnte in Konter gehen. Oh, das war ein bisschen optimistisch, diese Grätsche. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Aber den Ball kann das man Foul. Da trennt er ihn. Oh, ich dachte, das wäre ein Foul. Ne, Green. Aber das muss ein Kessel sein. Das hätte jetzt der Anschluss sein müssen, um überhaupt nochmal irgendwie... theoretische Chancen hier aufrechtzuerhalten, glaube ich. Nein, ich wollte nicht zu dem. Ja, 10 Minuten noch, 3-0, da müsste schon ein Wunder kommen. Aber das wird es wahrscheinlich nicht. Eher macht Werder dann noch das 4-0. Ja, vielversprechender Konter. Genau, oh, aber den wollte er nicht anspielen. Oh, ja, aber Möwald mit Platz. Oh, da macht er fast schon noch das Tor. Ja, gucken, wir können jetzt mal den einen oder anderen Wechsel sicherlich vornehmen. Ja, Agu ist ja auch eine positive Entwicklung der vergangenen Wochen. Der kann jetzt sicherlich auch mal Spielpraxis bekommen. Definitiv. Also vom VfL Osnabrück zu Werder gewechselt und jetzt so langsam punktet er gut. Also, ja, punktet nicht, aber zeigt seine Leistung. Was natürlich, glaube ich, auch zur Freude des VfL ist, denn der VfL Osnabrück bekommt, glaube ich, auch Geld deswegen.
Aber ja, junger Außenverteidiger, echt guter Spieler. Sorry, ich habe jetzt die Auswechslung übersprungen. Ja, da sieht man so mal Sargent für Fürkrug, Sargent raus, Fürkrug rein, Augustinsson, Agu und das andere war, ich glaube, Möwald raus für Bittencourt. Ecke kommt rein. Ja, ich habe nur Mavrei rausgenommen. Ehemals Hamburger SV. Dafür noch einen frischen Abwehrspieler, weil und ich glaube, ich habe irgendwen auf ins rechte Mittelfeld noch gesetzt. Aber das. Oh! Ah, gut, da ist er schon. Gerade drüber gesprochen und jetzt tanzt er hier zwei Leute aus. Oh, was für eine, boah, was ein Pass. Was für ein raumöffner Pass. Ja, ist natürlich jetzt, wo ich sehr offensiv spiele, auch hinten nichts los mehr bei mir. Oh, und der Kopfball ging. Der ging voll in die Hose. Ja. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft Abstoß. Er richtig, kommt nicht hinter dem Ball. Ja, ich glaube, in den 3 Minuten passiert nichts mehr, 2 Minuten. Oh, jetzt aber noch. Außer ein Fehlpass von mir. Das Abseits. Ja. Und Abseits. Ich mir fast gedacht, als ich den Pass gespielt habe, aber es war zu verlockend. Ja, klar. Kann ich verstehen. Ich würde ja gerne noch ein bisschen Ergebniskosmetik betreiben, genau. Ah! Aber das war schon. Eine Minute Nachspielzeit. Der hat jetzt gerade, also vielleicht war es noch Abseits, aber das wäre sonst fies gewesen. Naja, also die Werderaner wird es freuen, denke ich mal. Ja. Definitiv. Und das wäre dann schon das Viertelfinale. Ist durchaus drin. Und dann, ja, ab da sind es ja nur noch 2 Siege ins Finale. Also ein bisschen Glück natürlich, vielleicht auch den richtigen Gegner. Dann ist das dann. Ja. Und wir werden es natürlich mitbegleiten, ne? Das tun wir, ja. Alles klar. Tschüss! Ciao!